Zitate oder genauer gesagt Musikzitate kommen im musikalischen Alltag eigentlich ständig vor, sollte man meinen. Es gibt schließlich nur 12 Halbtöne, jedenfalls in westlicher Musik. Und da muss es doch irgendwie ganz klar vorkommen, dass Melodien oder Melodieteile irgendwie öfter mal in unterschiedlichen Werken vorkommen. Wann ist aber ein Zitat? Gibt es Möglichkeiten, Musik in anderen Musikwerken zu zitieren? Und wenn ich das nicht schaffe, ist das dann automatisch illegal? Diese Fragen möchten wir heute klären und wünschen euch deswegen viel Spaß beim Video. Um in das Thema einzusteigen, möchte ich mich als erstes mal mit dem Sampling beschäftigen. Sampling ist mehr oder minder die vollständige Entnahme von Werkteilen, etwa einzelner Tonspuren aus Songs, eine geringfügige Veränderung und dann die Unterlegung dieses Werkteils unter ein anderes Musikstück. Sampling als solches kann, muss aber nicht zwingend ein Zitat darstellen und wird es in der Regel sogar nicht. Aus welchem Grund das so ist? Dafür müssen wir uns als allererstes mal angucken, was ein Zitat überhaupt im rechtlichen Sinne ist. Ganz generell müssen nämlich folgende Punkte erfüllt sein. Ihr braucht erst einmal ein Werk, das tatsächlich bereits veröffentlicht worden ist. Außerdem müsst ihr mit diesem Zitat ein eigenes Werk schaffen. Also, das Zitat selbst darf nicht den eigentlichen Hauptteil eurer Arbeit darstellen, sondern muss in die Arbeit einfließen. Ganz wichtig und für die generelle Beurteilung des Zitats absolut relevant, ist die Frage, welchen Zweck das Zitat erfüllt, beziehungsweise wie weit ihr euch mit dem Zitat auseinandersetzt. Es ist also schon wichtig, dass ihr euch mit dem zitierten Werk in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzt, es beispielsweise kritisiert oder es als Beweis für eine eurer Thesen heranzieht. Im übertragenen Sinne kann man das auch für Musikzitate nutzen. Ein Musikzitat kann immer dann gegeben sein, wenn ein Werk der Musik oder ein Teil dieses Werkes aus dem ursprünglichen Werk herausgeschnitten wird, in das neue Werk eingefügt wird und sich dann, natürlich mit musikalischen Mitteln, in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt wird. Das alte Werk muss vom neuen Werk dabei klar abzugrenzen sein. Es muss also quasi als Fremdkörper neben dem neuen Werk existieren. Und gleichzeitig müsst ihr harmonisch oder durch Tonfolgen euch in irgendeiner Art und Weise mit dem alten Werk verknüpfen. Ihr müsst euch also irgendwie thematisch oder stilistisch damit auseinandersetzen. Dabei ist es natürlich nicht so gedacht, dass ihr einfach das gesamte Werk kopiert und dann euer eigenes Stück hinten dran setzt. Das wäre dann ja im Grunde kein Zitat mehr, sondern es geht immer um die Frage, wie viel Zitat braucht es denn, um euren Zweck zu erfüllen? Das kann mal mehr und mal weniger sein. Da kommen wir dann auch in der Regel zu den Problemen beim Sampling. Beim Sampling ist es ja typischerweise gerade so, dass ihr zwar einen Originalteil aus einem anderen Werk entnehmt, aber ihr setzt euch ja regelmäßig nicht mit dem Originalwerk auseinander, sondern nutzt einfach einen besonders kreativen Teil oder einen Teil, der euch besonders gut gefällt, nehmt den 1:1 aus dem alten Werk und setzt ihn einfach unkommentiert in das neue Werk ein. Trotzdem gibt es aber vielleicht auch für Samplings eine mögliche Rettung, die euch erlaubt, die Schnipsel zu benutzen, ohne vorher den Urheber oder die Urheberin um Erlaubnis fragen zu müssen. Hier kommt nämlich gegebenenfalls die sogenannte freie Benutzung ins Spiel. Eine freie Benutzung liegt immer dann vor, wenn ihr zwar einen Teil eines alten Werkes exakt aus diesem Werk übernehmt, aber es so in ein neues Werk einbaut, dass es völlig untergeordnet ist und sozusagen gar nicht mehr als das ursprüngliche Werk erkennbar. Da gibt es einen Streit in der Rechtsprechung, ob das nun von Seiten des neuen Werkes ausgehen soll oder ob man sich vielleicht eher am alten Werk orientiert und schaut, ob die Schnipsel, die übernommen worden sind, so erkennbar für Dritte sind, dass das alte Werk eben nicht vollständig hinter das neue Werk zurücktritt.
Das ist nämlich eine der Voraussetzungen für eine freie Benutzung. Ihr braucht ein neues Werk, was ihr mit alten Werken schafft und was vollständig vor das alte Werk tritt. Es braucht also ganz klar einen deutlichen Abstand, so sagt es jedenfalls die Rechtsprechung, zwischen dem alten und dem neuen Werk. Als Stichwort dazu könnt ihr euch das Wort verblassen merken. Wenn es so ist, dass das alte Werk so hinter das neue Werk zurücktritt, dass es vollständig oder fast vollständig verblasst, dann ist die Chance relativ hoch, dass ihr euch im Rahmen einer freien Benutzung bewegt und den Urheber oder die Urheberin eben nicht fragen müsst, bevor ihr das Werk veröffentlicht. Auch da, ihr habt es sicherlich schon gemerkt, ist natürlich von entscheidender Bedeutung, dass ihr tatsächlich ein neues Werk schafft. Das neue Musikstück muss also auch urheberrechtlichen Schutz genießen können. Andernfalls besteht keine freie Benutzungsmöglichkeit. Und wie ist das jetzt also, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, mit Samples? Fallen die unter die freie Benutzungsmöglichkeit? Das kommt, klassische Juristenantwort, darauf an. Es ist nämlich immer eine Einzelfallentscheidung. Entscheidend ist, ob dieser innere und äußere Abstand hergestellt wird. Also eben dieses Zurücktreten, dieses Verblassen tatsächlich passiert. Das kann eben insbesondere dann der Fall sein, wenn das alte Werk nicht mehr erkennbar ist. Ob das allerdings etwa bei der Übernahme gesamter Drum and Bass Lines der Fall sein dürfte, das wage ich doch zu bezweifeln. Das liegt eben einfach daran, dass gerade solche Teile eines Musikstückes sehr prägnant sind und etwa ein durchschnittlicher Musikhörer bei Hits sowas ziemlich sicher erkennen wird. Wenn also nicht besondere Umstände vorliegen oder die Drum and Bass Line im neuen Song so verändert wird, dass gar kein Zusammenhang mehr herstellbar ist, dann wird es jedenfalls sehr häufig keine freie Benutzung sein. Konsequenz also, für den Fall, dass keiner dieser Ausnahmetatbestände greift, also weder ein Musikzitat vorliegt, noch eine freie Benutzung, dann werdet ihr wohl um die Frage beim Urheber oder der Urheberin nicht rumkommen.